Wenn du mehr als 7-mal die Woche Sex hast, dann hast du eine zwanghafte sexuelle Verhaltensstörung. Wir brauchen viel weniger Therapie, als wir denken. Das ist die Hölle. Ich kann Gegenwart und Zukunft verändern. Was hinten ist, ist durch. Ich krieg da sogar Tränen in die Augen. Das macht doch den Menschen aus. Ich habe bei mir in der Praxis eine Postkarte hängen, da steht drauf, sie haben keine Depression, sie haben eine beschissene Ehe. Das ist die zweite Staffel von 40 Plus, die Podcast-Therapie. Mein Name ist Florian Weber und ich setze mich hin, gemeinsam mit Christian Peter Dox, Facharzt für Psychiatrie und Psychosomatik. Mit ihm bespreche ich die Probleme und Herausforderungen meiner Generation, also der Generation 40 Plus. Wir haben hier schon über Beziehungen gesprochen, über Burnout, Familie und das Grübeln. Beziehungskrisen, Seitensprünge und der Umgang mit dem Altern, all das wollen wir jetzt in dieser Staffel besprechen. Aber wir starten mal ungewöhnlich und sprechen über die Therapie an sich. Bei euren Kommentaren unter den ersten Folgen waren einige dabei, die die Art, wie Docs mit mir umgeht, recht hart fanden. Was es mit dieser Art der provokativen Therapie auf sich hat, warum die gut für mich ist und für andere vielleicht nicht, das wollen wir besprechen. Auch wie ich überhaupt den richtigen Therapeuten oder die richtige Therapeutin für mich finde. Und ab wann brauchen wir eine Therapie überhaupt? Also rein in die erste Sitzung. Das ist nämlich ganz spannend, weil wir haben unglaublich viele Kommentare unter den einzelnen Folgen gehabt. Und ich weiß nicht, wie es dir ging, ich habe auch persönliches Feedback bekommen. Und die Leute, also nicht wenige Leute haben gesagt so, boah, Florian, das ist ja krass, wie der Docs dich angeht, wie der dich in den Senkel stellt, wie er dich in die Ecke drängt. Kommst du denn damit klar? Und dann habe ich gedacht so, ja, wovon reden die eigentlich? Also ich habe es, muss ich sagen, tatsächlich gar nicht so empfunden. Ja. Das ist ein Ding. Aber scheinbar, und ich habe es, deswegen sitze ich ja wieder hier, sonst hätte ich ja wahrscheinlich Reise ausgenommen. Ich habe es gut überlebt bis hierhin, will dir aber ein paar Kommentare mal vorlesen, was du dazu meinst. Aber also, vielleicht noch ganz kurz dazu, man darf ja nicht verwechseln, wir machen ja keine Therapie. Es ist ja so etwas wie Therapie und das war ja also eine Anleitung zur Selbstreflexion eigentlich. Und wir wollen ja auch Menschen helfen, ihr Leben zu reflektieren. Und therapeutisch geht man natürlich anders mit jemandem um. Und in der Reflexion ist es natürlich eine ganz andere Sache. Da muss ich versuchen, natürlich eine Gegenposition zu dir einzunehmen, dich zum Reflektieren zu bringen. Aber ich glaube, das kommt in den Kommentaren dann auch noch so. Ja, schauen wir da mal drauf. Da heißt es zum Beispiel, puh, ist das ein Therapeut? Florian, bitte lass dich nicht verunsichern. Kaum auszuhalten, wie der Therapeut hier auftritt. Ich bin wirklich erschreckt, dass er wirklich als Therapeut arbeitet. Ich sammle mal, du darfst gleich los. Ja. Für mich wirkt er wie ein vollkommener Hardliner, der keine andere Meinung zulässt, was aber positiv hier gemeint ist, das ist zu bemerken. Und dann weiter zum Beispiel, der Therapeut ist sehr direkt und ehrlich. Ich glaube, damit kann nicht jeder umgehen. Ich finde ihn super. Eine nächste Meldung, endlich mal jemand, der Klartext redet. Ja, es geht hier um Realität, vor der wir im Alltag die Augen verschließen. Nächster Kommentar in die Richtung, schonungslos ehrlich, verträgt sich einfach schlecht mit der Romantik-Bubble, mit der wir es uns gerne gemütlich machen. Und dann hier, und das ist, glaube ich, ein Stichwort für dich auch, die erste Folge zur Partnerschaft, die wir gemacht haben. Da haben wir auch viel über meine Partnerschaft geredet und dass sie mich stabilisiert und so. Ja. Fand ich zu provokativ. Aber jetzt habe ich mich wohl an den Therapiestil gewöhnt und schaue mir gerne alle Folgen an. Als letztes dann noch, so schockierend wie er zunächst, der Therapeut scheint, so erfrischend ist es, wenn er mit seiner Offenheit, Offenheit, da wird unterschieden, geschafft hat, dass ich mich selbst einbringen und dann auch erkennen kann. So, das sind so Sachen. Erkennst du darin wieder das, was du mit mir machst hier? Auch wenn es nicht eine echte Therapie ist, Also vielleicht nochmal ein Stück, was du auch mit dir machen lässt. Wir machen das ja zusammen. Mhm. Du machst es ja mit und du hast es nicht abgegrenzt und du grenzt es nicht ab, weil du Vertrauen hast. Ja. Also was man dazu braucht, ist also erstmal die Vertrauensebene. Und das ist natürlich das, was wir auch in der Therapie häufig haben. Menschen kommen ja zu uns, weil sie ganz viele Dinge verdrängen. Und was wir als Therapeuten häufig machen müssen, ist eben die Verdrängung zu verdrängen. Also eben Konflikte offen zu machen, die nicht jeder sehen will unbedingt. Und das kann man zum Beispiel durch die provokative Therapie machen, indem man halt wirklich versucht, die Menschen
aus ihrem Rhythmus herauszubringen, aus ihrem Denken herauszubringen. Das geht aber nur mit viel Humor, das geht nur, wenn die Stimmung, wenn die Beziehung gut ist, und das geht auch nur, wenn der andere mitmacht. Man fragt das ja vorher, also in der Therapie frage ich vorher, sind Sie bereit, dass ich Sie provozieren darf? Es bringt nicht viel in der Therapie, immer nur zu reden. Und die provokative Therapie ist eine Form der Therapie, wo du nicht schaust, was sagt jemand, sondern wie sagt das, was macht er, wie lacht er. Ich frage da nicht einfach, wie ist denn das, hallo Herr Weber, wenn Sie dann fröhlich sind, sondern ich gucke, ob du über bestimmte Sachen lachst, und ich gucke, ob du auch wütend wirst, und ich gucke, ob du dich abgrenzt. Und bei der provokativen Therapie ist wichtig, wie du handelst. Mhm. Ich habe einfach die Nase voll gehabt in vielen Jahren der Therapie von Patienten, die alle einsichtig waren. Und so ist es in vielen Therapien heute auch noch. Spielen die Patienten was vor? Nein, die spielen dir nichts vor. Die sind doch wirklich, die verstehen viel in der Therapie. Aber wenn du dann wirklich sie mal auf die Probe stellst, wenn du sie dann mal provozierst, zum Beispiel ein Patient, der dann einfach sagt, ja, in Zukunft grenze ich mich ab, ich habe gelernt, Nein zu sagen und sowas. Und dann mache ich Visite zum Schluss. Und dann gehe ich rein und habe das ja mal gemacht. Dann zum Beispiel bei einer Patientin, bin ins Zimmer gegangen, habe mich einfach in ihr Bett gelegt. Und dann erwartest du natürlich, dass die Patientin auch eben sagt, raus aus meinem Bett. Und dann, wenn sie da nicht reagieren oder wenn sie sich anders unhöflich behandeln lassen, dann haben sie nicht verstanden, was sie in den 6 Wochen Therapie lernen sollten. Also das Wichtige ist, dass du in der provokativen Therapie eben auch siehst, wie der andere reagiert. Und dass du ihnen natürlich auch Widersprüche hinweist. Und im Übrigen ist es ja so, dass wir beide in unseren Podcast-Folgen ja auch zur Reflexion anregen wollen. Und was hilft es denn, wenn ich dir die ganze Zeit zuhöre? Eine Freundin von mir hat mir auch gesagt, ich dachte, ein Therapeut ist immer verständnisvoll. Das ist ja auch die Rogers-Gesprächstherapie, dass man sagt, immer auch wohlwollend sein und so weiter. Nein, das kannst du gar nicht. Wie soll ich denn dich zur Reflexion bringen, wenn ich immer nur ja, Herr Weber, das ist aber schön, Herr Weber, was Sie machen. Nein, ich mache eine Gegenthese. Du erzählst mir, was du tust, und ich versuche, in die Gegenthese zu gehen, damit wir beide irgendwie in die Reflexion kommen. Aber jetzt mal weitergesponnen, hätte es auch sein können, dass wir überhaupt nicht zueinander passen, und dann hättest du das abgebrochen? Oder, also, dann hättest du es abgebrochen, nicht ich. Dann hättest du einfach gesagt, mit ihnen kann ich nicht. Muss ja auch nicht, kann auch nicht jeder. Das mache ich übrigens auch nicht mit jedem. Ich habe ja einen ganzen Bauchladen an verschiedenen Therapiemethoden. Aber mit jemandem, der so zum Verdrängen neigt, und meiner Ansicht nach bist du ja ein perfekter, professioneller Verdränger, der ist es schon wichtig, die Verdrängung aufzubrechen, indem man halt ein bisschen provoziert. Ein perfekter, professioneller Verdränger. Okay, also ja. Ich halte für mich oder für alle, die uns zuschauen und zuhören, fest, selbst von dem einen und dem gleichen Therapeuten gibt es nicht die ein und gleiche Behandlung, sondern das ist schon immer, ich sage es jetzt mal so, auf den Kunden abgestimmt, im besten Fall. Würdest du, wenn ich anders wäre, auch anders mit mir umgehen? Natürlich, also ich habe ja ein ganzes Klavier, auf dem ich spielen kann. Okay. Und dann würde ich natürlich auch anders spielen. Und was auch wichtig ist noch bei der provokativen Therapie, ist, man bildet als Therapeut eine Legende. Das heißt, wenn ich dann zum Beispiel, wenn du sagst, ja, für mich ist das Leben aber schön, wenn ich jahrelang verheiratet habe und Kinder habe, dann sage ich dagegen, wieso, was sollen denn Kinder? Und wenn ich eine Freundin, wenn ich keinen Bock mehr habe, dann wechsle ich sie einfach aus. Genau, das muss nicht so sein. Die provokative Therapie ist also eine bestimmte Therapieform. Wenn Docs mich etwas härter angeht, so an Stellen nachbohrt, dann tut er das ganz bewusst, um mich aus der Reserve zu locken. Und so bringt er mich dazu, zu reflektieren. Bei anderen Typen würde er vermutlich eine andere Therapieform wählen. Und grundsätzlich stelle ich mir dann schon die Frage, wann brauche ich eigentlich eine Therapie? Mit 40 plus, in der Mitte des Lebens, tragen wir schon einige Päckchen mit uns herum. Aber brauchen wir dafür einen Therapeuten? Wann brauchen wir welche Therapie? Ich glaube, du bist ja auch jemand, der sagt, Therapie kann auch dich krank machen. Oder wenn du Therapie kann schaden. Therapie hat Nebenwirkungen. Und wir brauchen viel weniger Therapie, als wir denken. Vor allen Dingen diese ganzen Bagatellstörungen, die wir haben. Wir brauchen viel Therapie für Menschen, die wirklich krank sind. Das sind die wirklich sehr psychisch sehr krank sind, die Psychosen haben, die wirklich gute Begleitung brauchen. Aber was wir nicht brauchen, ist Therapie. Nächstes Jahr kommen 2 neue Krankheiten, die ich liebe, wo ich mich wirklich wieder nur aufregen kann innerlich, aber gleichzeitig auch lächeln muss. Die Trennungsangststörung
ist jetzt auch eine neue Krankheit. Dass jemand, ich. Ja, die hast also du. Die ja. habe ich definitiv. Du bist jetzt schwer krank. Ich will mich dann nicht drüber lustig machen. Aber du hast eine andere Krankheit, glaube ich. Ja, pass auf, bevor du zur zweiten kommst. Das klingt jetzt erstmal lustig, weil natürlich würde ich jetzt unterstellen, dass die meisten Menschen Angst vor Trennung haben. Das ist was relativ Natürliches. Das ist ubiquitär, ja. Ich sitze jetzt hier und lächle darüber, weil das zurzeit bei mir nicht ansteht. Will aber auch respektvoll sagen, ich weiß, wie sich das anfühlt und es ist die Hölle und man hat, ich krieg da sogar Tränen in die Augen. Oh, was ist denn daran die Hölle? Entschuldigung. So wie ich es schon in meinem Leben erlebt habe, war es die Hölle und weil es mich relativ spät im Leben erst erwischt hat und ich, sage ich mal, nicht so über die Teenagerzeit sozialisiert wurde, dass Beziehungen in die Brüche gehen und so weiter. Ich war da sehr verwöhnt und als es dann soweit war, habe ich mir auch gedacht, so ey, ich bin voll am Arsch und brauche Hilfe und habe mich dann von Pontius zu Pilatus gewandt. Das führte bis dahin, dass ich bei einer Frau war, die mir erzählt hat, dass die Engel hinter mir stehen und keine Ahnung, was wir sagen. Aber okay, ich will nur sagen, ich nehme das durchaus ernst und nicht auf die leichte Schulter, dass das Leidenschaft, aber du sagst, das ist keine Krankheit, sondern das ist halt... Du verwechselst auch was. Du hast eine Trennung gehabt und gelitten. Das ist dein Liebeskummer. Ja, ganz genau. Ja. Ja. Aber die Trennungsangststörungen, die jetzt neu definiert haben, sind Menschen, die sind ja in einer Beziehung, haben immer nur die ganze Zeit Angst, den Partner zu verlieren. Und das ist wirklich keine Krankheit. Und die zweite Krankheit, die finde ich noch besser, also die habe ich, die hast du vielleicht auch, das ist die zwanghafte sexuelle Verhaltensstörung. Die finde ich völlig lächerlich jetzt. Und zwar wird die zwanghafte sexuelle Verhaltensstörung, die wird jetzt dann so definiert, dass wenn du mehr als 7-mal die Woche Sex hast, dann hast du eine zwanghafte sexuelle Verhaltensstörung. Das Lustige daran ist, es wird noch nicht mal altersmäßig bestimmt. Es ist ein großer Unterschied, ob du mit 20 siebenmal die Woche Sex hast oder ob du mit 80 siebenmal die Woche Sex hast. Wenn du mit 80 siebenmal die Woche Sex hast, dann kannst du froh sein. Und mit 20 würdest du einfach sagen, ja, ich glaube, das ist ganz okay. An dieser Stelle schon der Teaser. Wir werden über das Thema Sexualität, was ist da... Also wie oft ist normal? Was ist nicht normal und so weiter? Werden wir auf jeden Fall noch in einer anderen Folge sprechen. Du sagst, es gibt viele Gefühle, die wir haben, Traurigkeit, Liebeskummer und so weiter. Das hat nichts mit Krankheit zu tun. Damit kommen irgendwie klar, aber blockiere nicht einen Therapieplatz für Leute, die es wirklich nötig haben. Ja, nicht nur das, sondern Krisen sind wichtig, um wachsen zu können. Also, dass du selber Krisen bewältigen kannst, das ist ja unheimlich wichtig, dass du nicht gleich einen Therapeuten draufsetzt. Also wenn ich dann eine Krise habe, dass ich da nicht gleich sage, ich bin krank, ich brauche jetzt Hilfe und so weiter und so fort, sondern wenn ich die Krise selbst bewältige. Persönlichkeiten entstehen dadurch, dass sie Krisen selbst bewältigt haben. Okay, aber jetzt nochmal die Frage, ich bin jetzt mit einer Krise alleine und weiß jetzt noch nicht, ist das eine Krise, die ich alleine bewältigen kann oder ist es in mir so, ich brauche Hilfe, weil allein schaffe ich es nicht. Also wie kann ich, sage ich mal, abschätzen, dass ich Hilfe brauche und dann mich auch auf den Weg mache, um Hilfe in Anspruch oder Hilfe zu suchen und dann Hilfe in Anspruch zu nehmen. Kann man das irgendwie spüren oder fühlen? Naja, oder? Man kann zu einem Psychiater gehen und sich wirklich etwas diagnostizieren lassen. Und wenn es dann wirklich eine Depression ist und keine Traurigkeit ist und wenn es dann wirklich ein Trauma, der Begriff Trauma wird ja ohne Ende missbraucht, ist und keine Krise ist, dann könnte ich mir wirklich helfen lassen. Aber das muss wirklich ein Fachmann entscheiden und auch selbst die Fachleute entscheiden heutzutage viel zu schnell. Ich bin die Hälfte der Zeit meiner Praxis damit beschäftigt, Leuten zu sagen, gehen Sie nach Hause, Sie sind krank, Sie haben Schwierigkeiten, aber da kommen Sie durch und holen Sie sich Hilfe in der Familie und bei guten Freunden und vor allen Dingen gehen Sie nie zu irgendwelchen Therapeuten, die Sie nicht leiten können. Wie mache ich das? Wie quatsche ich oder wie spreche ich die Leute an im Freundinnen- und Freundes- und Familienkreis? Wie hole ich mir da Hilfe? Wie mache ich das konkret? Naja, da muss ich halt wirklich, das erlebe ich ja oft, da muss ich echt Hürden überwinden. Weil natürlich die meisten Leute wollen darüber nicht reden. Aber ich hoffe immer, dass ich zumindest ein oder zwei Freunde habe, auf die ich wirklich direkt zugehen kann und dann wirklich die mal anrufe und mit sage, hast du mal Zeit, dass wir in Ruhe reden können? Ich würde das gerne mal machen. Ich selber habe das gemacht auch, dass ich mit zwei Freunden dann zum Beispiel 2 Tage weggefahren bin, habe gesagt, ich brauche euch mal, ich muss in Ruhe ein paar Dinge besprechen, habt ihr mal Zeit dafür? Also man muss wirklich die Leute direkt ansprechen, muss auch sagen, ich habe persönliche Probleme, diesen Mut muss man dann haben. Dass man sagt, ich komme mit bestimmten Dingen nicht klar, können wir darüber mal reden. Oder dass ich auch von anderen weiß, ich meine meistens, wenn man sich so gut kennt, weiß man ja auch die Probleme der anderen. Dass man dann so sagt, mir geht es gerade ähnlich, ich bin da...
in der Situation. Das ist schon tricky. Ja. Also ich glaube, es gehört wirklich Mut dazu, weil gerade die Lebensphase so mit Mitte 40, da ist man schon, glaube ich, noch verhaftet in dem, dass man natürlich aller Welt und auch gerade den besten Freundinnen und Freunden zeigen will, ich habe es geschafft, bei mir läuft alles super. Ne? Mhm. Ist irgendwie im Job und in der Familie und in der Beziehung ist alles dufte. Also, und da eben in der Lebensphase nicht nur sich, sondern den anderen eingestehen, pass mal auf, nee, es läuft eben nicht. Ja? Und ich glaube, das ist der wichtigste Schritt, eben sich selber einzugestehen und dann auch die Konsequenz zu gehen. Also in dem Moment mache ich ja schon den wichtigsten Schritt. Ich gestehe ein, bei mir ist die Welt nicht so ganz rosig. Ja. Und das gestehe ich auch dir gegenüber ein, der du mein bester Freund oder ein guter Freund bist. Ich möchte dir das einfach mal sagen. Und das ist ja schon der wichtigste Schritt in dem Moment. Zwei Sachen aus meiner Erfahrung dazu. Erstens mal hilft es natürlich unheimlich. Es ist mir bestimmt nicht quantitativ gelungen, aber in einigen Fällen glücklicherweise qualitativ, von langer Hand Freundschaften so aufzubauen und zu pflegen, dass das überhaupt möglich ist. Also selbst wer jetzt noch nicht in so einer Krise steckt, ja, tut gut daran, ja, Freundschaften so aufzubauen, dass das vielleicht irgendwann mal möglich ist. Und zum Zweiten, wenn man damit dann um die Ecke kommt mit solchen Geschichten, sich das selber eingestanden, dann an die Freundin, an den Freund herangeht, dann wird man feststellen, dass, oder das ist echt so, dass man sehr wohl nicht damit allein ist, sondern dann öffnen die anderen sich auch. Also dann wird man sehen, ja, ich bin nicht ein Exot, sondern in dem Moment, wo man da mal das Steinchen ins Rollen bringt, glaube ich schon, dass man im Freundeskreis feststellt, ach so, du auch, dir geht's auch so und so und so. Ja, und so. Man wird zum auch dann so eine Leidensgemeinschaft wäre das. Das könnte passieren, das, ja. Das könnte so das da passieren. Und das andere, die Erfahrung, die ich mache, ist, dass derjenige, auf den ich zugehe, es regelrecht als Kompliment empfindet, dass ich ihn ausgewählt habe und dass ich zu ihm komme und dass er sich wirklich freut und sagt, Mensch, das finde ich ja wirklich toll, dass du zu mir kommst, zu mir dieses Vertrauen. Das ist ja Vertrauen. Ja. Das ist ja ein großer Schritt für manche, nicht nur aufzumachen, zu sagen, ich lebe nicht in dieser tollen, goldenen Welt, in die ich da die ganze Zeit vorspiele. Also es wird eher als Kompliment empfunden, da würde ich allen Mut machen auch. Okay. Aber auch gleichzeitig muss man sagen, sich damit schon mit dem Risiko auseinandersetzen und sagen, kann sein, dass das dann weitererzählt wird. Und dann, das sagen mir dann Patienten, und ich habe das dann gemacht. Und dann, was ist, der hat das weitererzählt. Und dann sage ich jedes Mal, na und? Dann wissen es eben die Leute, dass sie ein Eheproblem haben, ehe es 500.000 Leute in dieser gleichen Zeit haben. Also was ist so schlimm daran? Also man muss es auch so rausholen aus dieser Ecke der heiligen Handlung. Ja, also ich erzähle dir jetzt was, das beschäftigt mich sehr, aber es kann wirklich ruhig, also letztendlich, wenn es jeder weiß, ist auch kein Problem. Ja. Ja. Aber es ist schon wichtig, wirklich direkt auf die Leute zuzugehen. Und das, wenn man die erste Hürde in sich genommen hat, dass man sagt, ich bin bereit, das zu machen, hat man schon den wichtigsten Schritt gemacht. Das Schlimmste ist, sich zurückzuziehen in die Ecke, in den sozialen Rückzug zu gehen und dann sich immer in seinem Leid weiter zu suhlen. Das machen natürlich auch manche sehr gern. Und dann so ungefähr, sieht denn kein Schwein, wie ich leide? Ja, das wäre sozusagen die völlig falsche Richtung. Immer, wenn man Probleme hat, nach außen gehen. Immer raus. Bei Konflikten immer rein in den Konflikt. Und wenn man solche Sachen hat, immer nach außen. Rein in den Kontakt. Rein ins Risiko. Aber das heißt, wenn ich jetzt aber das Gefühl habe, ich komme alleine nicht klar, dann gehe ich zu einem Arzt, zu einem Psychiater, zu einer Psychiaterin, die eine Diagnose stellt und dann entweder empfiehlt Therapie oder komm alleine klar. Brauche ich Hilfe? Brauche ich deine Hilfe? Das ist natürlich auch die Gretchenfrage. Ich weiß gar nicht, ob wir die schon gestellt haben. Wozu brauche ich Hilfe? Ich? Ob ich, Florian, von dir, Nein, Christian? Nein, du auf keinen Fall. Du bist wirklich, du hast auch schon viele eigene Krisen selbst gut bewältigt und ich würde dich davor warnen, in Therapie zu gehen. Vor allen Dingen das Problem ist ja gerade, wenn du jetzt das Pech hast, zum Analytiker zu kommen auch noch, der dann mit dir die ganze Kindheit durchbetet wieder und dir dann noch vielleicht Konflikte bewusst macht, die du gar nicht hattest. Weil das Schlimme ist ja, wenn wir in die Vergangenheit gehen, sind wir ja ständig mit Pseudo-Erinnerungen konfrontiert. Wir wissen ja gar nicht, ob das wahr ist. Und die Hirnforschung zeigt uns jeden Tag eigentlich, dass unsere ganzen Erinnerungen verfälscht sind. Das heißt, was soll dann eine Therapie, die darauf fußt, dass sie mir alte Traumata bewusst machen will? Und diese Traumata helfen mir doch nicht. Ich habe noch nie jemanden gesehen, dem es hilft, dass er mit einmal gehört hat, dass er im vierten Lebensjahr missbraucht worden sein soll, was keiner weiß, weil man da noch gar kein Gedächtnis hat. Aber es dir regelrecht Störungen eingeredet werden. Und das finde ich als gefährlich. Deswegen bin ich ja so massiv gegen die Psychoanalyse, dass wir eine unglaublich lange Zeit
mit Therapien verbringen, die viel kosten und die nichts bringen und die obendrein meiner Ansicht nach schädlich sind, weil sie dir halt irgendwelche Erinnerungen einreden, wo du gar nicht weißt, ob die stimmen. Ich habe Gutachten gemacht, wo ganze Familien zerstört worden sind, weil irgendjemand in der Analyse dann hinterher den Vater beschuldigt hat und den Onkel beschuldigt, das Kind missbraucht zu haben. Und dann haben wir wirklich Hypnosen gemacht und haben wir hinterher gesehen, das Kind ist nicht missbraucht worden, sondern nur, als es aus dem Kiesteich kam, abgetrocknet worden. Und das wurde dann gedeutet als Missbrauch. Aber das, es gibt wirklich, du kannst dein, und das sagt der Spitzer, das sagt der Spitzer in Ulm sehr genau, und viele Hirnforscher sagen das auch, traue nie deinen eigenen Erinnerungen. Deine Erinnerungen sind immer verfälscht. Jeder Polizist wird dir das bestätigen. Heißt aber für mich übersetzt, was auch mitschwingt, was du sagst, also nicht in die Psychoanalyse gehen, jetzt rätst du mir das in diesem Fall, auf das, was früher war. Das rate ich keinem. Bitte? Das rate ich keinem. Rätst du keinem. Deckel drauf machen und nach vorne schauen und nicht nach hinten. Ja, vorne die Gegenwart, also ich kann Gegenwart und Zukunft verändern. Was hinten ist, ist durch. Das kann ich nicht mehr verändern. Und die Erklärung hilft mir. Und die Leute sagen immer, ja, wir sind doch die Summe dessen, was wir... Na klar sind wir die Summe dessen, was wir gelebt haben. Klar sind wir die Summe der Kindheit. Aber dann ist es eben auch so, es verändert sich nicht, indem wir ständig da reinschauen. Und schon gar nicht, indem wir immer nur in die Defizite schauen. Wenn wir schon zurückschauen, dann lass uns wenigstens auch hinschauen, was wir toll gemacht haben in der Vergangenheit. Und nicht nur hinschauen, was da alles gewesen ist. Und wenn du Menschen hast, die traumatisiert worden sind in der Kindheit, und ich bin zum Beispiel so einer, ich habe viele Traumata in der Kindheit erlebt, aber aus meiner ganzen Summe von Traumata, welches willst du denn da auswählen, was mich dann wirklich geschädigt hat? Du hast meistens komplex traumatisierte Menschen. Die sind so traumatisiert, dass du nicht sagen kannst, das ist es und das ist es. Und wer sagt denn, dass es besser wird, wenn wir ständig darüber reden? Es wird nicht besser, wenn wir ständig darüber reden. Also die Vergangenheit gibt uns eine Erklärung dafür, warum wir sind, wie wir sind. Aber sie verändert uns nicht in der Therapie, sodass wir wirklich etwas erreichen können für die Zukunft. Therapie kann also in manchen Fällen auch schaden, sagt der Docs. Und immer in die Vergangenheit zu blicken und sich daran abzuarbeiten, das bringt nichts. Dass es hilfreicher ist, den Blick nach vorne zu richten, um Gegenwart und Zukunft in Angriff zu nehmen, das nehme ich mit. Und das kann dann doch helfen, wenn wir mal wieder in so einen Grübelmodus mit negativen Gedankenschleifen verfallen. Und was mir auch einleuchtet, Krisen selbst bewältigen. Konflikten und traurigen und negativen Gefühlen sich stellen. Und wenn wir es dann schaffen, da durchzugehen, dann sind wir stolz auf uns und bestimmt auch ein Stück weiter in unserer Persönlichkeitsentwicklung, ja, als Persönlichkeit auch gewachsen vielleicht dann. Aber auch an dieser Stelle der Hinweis, wenn ihr euch in einer für euch auswegslosen Situation oder Krise befindet, dann zögert nicht, die hier eingeblendeten Hilfsangebote anzunehmen. Noch ein Ding, wann braucht es Medikamente? Und was hat es mit den sogenannten Happy Pills auf sich, die scheinbar so problemlos alle negativen Gefühle wegdrücken? Deswegen will ich noch mal runterbrechen auf das Thema der ich sage mal Stimmungsaufheller, ne? Also was eine leichte Medikamentation wahrscheinlich ist, was man da immer wieder irgendwie in Social Media sieht, dass Leute relativ offen damit rumgehen, seitdem ich dieses und jenes Präparat irgendwie nehme, fühle ich mich irgendwie leichter, bin ich irgendwie besser gelaunt und habe keinen Herbstblues, keinen Frühjahrsblues und auch keinen Sommer- und Winterblues, sondern bin einfach immer ganz gut gelaunt und ausgeglichen und stabilisiert. So. Ja, macht doch den Menschen aus, der Herbstblues und immer die Wechselstimmung. Und also dein Credo ist weg damit, ihr kommt auch ohne alles klar. Also klar, ja. klar, in der Birne ist auch klar im Herzen und im Geist. Ja. Und das war mal begreifen, dass Stimmungen immer abhängig sind natürlich von Lebensumständen. Ich habe bei mir in der Praxis eine Postkarte hängen, da steht drauf, Sie haben keine Depression, Sie haben eine beschissene Ehe. Das klingt alles sehr provokativ, aber... Das ist doch nicht provokativ, dass man sich mal klar macht, na klar hängt meine Stimmung ab von meinen Lebensumständen. Wenn ich kein Geld habe, so wenn, klar ich, zu benennen. Wenn ich Stress habe, dann natürlich bin ich da nicht gut gelaunt, wie soll das denn gehen? Und wenn halt gerade meine Frau mich betrügt, wie soll ich dann gut gelaunt sein? Also natürlich hängt das immer zusammen. Und dann zu sagen, nee, das koppeln wir einfach mal ab, wir sind alle gut drauf und wir sind eine Glücksgesellschaft und so weiter, dann sind wir eben nicht. Und das ist auch gut so. Wir sind Menschen. Und Menschen sind mal gut gelaunt, mal schlecht gelaunt. Wir sind doch keine Maschinen.
Das ist doch wirklich was ganz Wichtiges, dass wir akzeptieren, dass die Leute kommen manchmal bei mir in die Praxis und haben wirklich schlimme Lebensumstände. Und dann erleichtert die das total, wenn ich ihnen sage, ja, ich kann sie gut verstehen. Und was natürlich noch mehr erleichtert ist, wenn ich es auch selbst erlebt habe. Das ist wichtig, dass ein Therapeut auch authentisch sein kann. Deswegen bin ich froh, dass ich schon viele schlimme Dinge erlebt habe. Dann bist du für Leute authentischer. Ganz zum Schluss von dieser Folge, weil wir haben jetzt, glaube ich, klar gemacht, sehr eindrücklich, dass du bei mir die Form der konfrontativen Therapie gewählt hast, der provokativen. Ja. Noch ein Satz dabei. Ja? Die Grundregel zur provokativen Therapie heißt immer, du kannst machen, was du willst, aber schau den anderen immer in die Augen und lächle dabei. Gib ihm immer zu verstehen, provokative Therapie ist wie Frotzeln unter Freunden. Ein guter Freund kann dir auch Wahrheiten sagen, die dir nicht gefallen. Aber gib dem anderen das Gefühl, dass du ihm etwas sagen willst, aber nicht, dass du ihn verletzen willst. Und ich glaube, das ist uns ganz gut gelungen, weil du bist ja noch aus keiner Sendung rausgelaufen. Ja. Also das ist das wie unter Freunden. Ein guter Freund, wenn du einen guten Freund hast, der kann dir wirklich Dinge sagen, die dir ein anderer vielleicht nicht so sagen kann. Und er kann sie dir humorvoll sagen. Aber deswegen wichtig ist, wirklich schau ihn an und wirklich lächle dabei. Gib ihm zu verstehen, ich will dich nicht verletzen. Ich mach weiter, weil ich mich nicht unwohl fühle dabei. Ich nehme mit. Wenn wir es schaffen, Krisen selbst zu bewältigen, dann macht es uns stärker. Wir brauchen laut Docs viel weniger Therapie, als wir glauben, und schaffen vieles selbst oder mit Hilfe unserer Freunde oder der Familie. Wir müssen Mut dafür aufbringen, anderen Menschen das zu erzählen, sie anzusprechen. In der Regel zahlt sich das aber aus. Und die provokative Therapie ist eine Form, um Menschen, in dem Fall mich, aus der Reserve zu locken. Die passt für mich, ist aber auch nicht für jeden etwas. In den nächsten Folgen von 40 plus die Podcast-Therapie geht es um Beziehungskrisen, Affären, Seitensprünge, Falten und Trauer. Und da wird mich der Docs bestimmt wieder aus der Reserve locken.